Hallo Leute, willkommen beim Sims 4 Kendra Let's Play. Kendra will die Abenteuer der Sims-Welt kennenlernen. Dies ist Teil 93. Ja, es ist Abend und die meisten schlafen schon. Penny, wo liegst du? Ah, okay, in ihrem alten Bett. Und der Nico ist in der Badewanne. Dem sage ich mal, dass er hier schlafen kann. So, obwohl, ja, weil die Fina liegt schon da, genau. Okay, dann soll er einfach mal da schlafen. Jetzt bin ich schon ganz durcheinander gekommen. Niklas ist noch wach und Niklas ist noch ein Kleinkind. Da muss ich mich jetzt auch erstmal umstellen, wer jetzt was ist und so weiter. Niklas, du müsstest, glaube ich, mal ganz dringend aufs Töpfchen gehen. Ja. Und dann solltest du schon auch mal ins Bett gehen, obwohl du nicht müde bist. Jetzt gucken wir mal, wer da seine Hausaufgaben hat liegen lassen. Penny hat sie eingesteckt. Und Nico hat keine. Okay. Dann stellen wir mal den Kuchen in den Kühlschrank. Aber wir brauchen dann ja gleich noch einen Kuchen. Also nicht jetzt, aber nach der Schule. Und ich sehe auch, ich muss mich mit der Episode heute ein bisschen beeilen, denn ich will ja noch die Teenies erwachsen werden lassen. Ja, Nico, dann musst du mal ganz schnell ins Bett. Am besten gehst du mal alleine. Weil deine Eltern schlafen schon und alle anderen auch. Und ich lasse es mal schnell laufen. Und dann hoffen wir mal, dass er keinen Albtraum kriegt. Oh, er hat einen Zuckerschock. Naja, jetzt schläft er. Das schläft sich aus. So, super gut. Jetzt schlafen sie alle wunderbar. Das Schöne ist, dass es dann nachts auch sehr schnell geht. Also man muss nicht allzu lange warten. Wer ist da jetzt aufgewacht? Aha, der David. Gut. Der muss aufs Klo. Ja, das lassen wir ihn einfach mal ganz diskret erledigen. Und es ist erst 5. Jetzt gucken wir mal. Naja, vielleicht... Jetzt muss ich sie noch nicht aufwecken. Aber spätestens um 6. Ja, da ist sie ja schon, die Penny. Geh erstmal aufs Klo. Und dann holst du dir was zu essen. Uiuiuiui. Du musst aber dringend. Tja, dann musst du jetzt kurz warten, bis die Penny fertig ist. Oder du gehst rauf. Ja, das kannst du auch machen. So, die wissen ja schon, was sie brauchen. Ah, und Fina, du hast deinen ersten Schultag. Du musst auch aufstehen, meine Liebe. Und du solltest vielleicht noch mal duschen. Ja. Ja, und wenn dann das neue Pack kommt, dann werden wir die Fina auch mal umstylen. Und ich denke mal, auch den Niklas. Alle werden wir umstylen. Und Hund und Katze anschaffen. Oder vielleicht einen Hund und zwei Katzen und dann Katzenbabys kriegen. Das wäre so eventuell meine Idee. Oder, ja. Mal gucken, ich habe auch noch andere Let's Plays, wo ich irgendwie, wenn die dann nur noch zu viert sind, dann ist Platz für 4 Tiere. Naja, dann kann sie höchstens ein Katzenbaby kriegen. Oder wir holen uns ein Katzenweibchen. Und lassen das von einem streunenden Kater schwängern. Dann gibt's vielleicht 2 Katzenbabys. So, sie bereiten sich alle ganz wunderbar auf die Schule vor. Und warum holst du dir hier nicht so ein Frühstücksessen? Hat wer extra gekocht? Hat Kendra extra gekocht? Naja, wenn du nicht willst... Ist in Ordnung.
Na komm. Dann habe ich schon erzählt, dass ich den Rohbau für das Haus und für die Tierarztpraxis für Kendra schon fertig habe. Da müssen dann natürlich noch alle Sachen rein, die es in dem neuen Pack gibt und die mit Tieren zu tun haben und mit Tierarztpraxis und so. Das ist alles noch nicht drin und ich will dann auch Wandfarben und Möbel und alles, was es halt so gibt in dem neuen Pack, will ich möglichst von dem neuen Pack nehmen. Da habe ich also noch einiges zu bauen. Ja, wie sieht's aus mit der Schule? Mach du hier schon mal Schluss bei dem Programmieren? Sie will Programmieren üben. Das ist ja schon sehr löblich. Und Nico? Spülmaschine beladen ist auch sehr löblich. Und Fina hat noch nicht ganz fertig gegessen, aber das müsste noch klappen, bis die Schule losgeht. So, wie geht's denn hier? Der Niklas, dem geht's ganz gut. Kendra, du könntest eigentlich hier schon mal dich um den Garten kümmern. Und den muss ich natürlich mitnehmen, also die Pflanzen muss ich mitnehmen. Weil das ist ja deren Haupteinnahmequelle. So, dann kannst du auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Der ist perfekt, sehr gut. Ich bin immer wieder erstaunt, wie lange das dauert, bis man mal so einen ganzen Garten perfekt hat. Wir zelebrieren jetzt ja schon fast 100 Episoden, Kendra. Aber bald sind ja einige schon perfekt und sind noch so ein paar Versprengte, die noch nicht perfekt sind. Das geht also ganz gut. So, die Kids sind alle in der Schule, sehr gut. Dann lasse ich den David mal was malen. Ah, erstmal hier verkaufen. Oh, ein Meisterwerk. Sehr gut. Ja, ihr könnt auch Geld gebrauchen. Denn ihr müsst ja dann zwei Häuser kaufen. Und natürlich können sie dieses hier verkaufen. Ja. So, auch verkaufen. Also dieses hier können sie verkaufen. Das bringt natürlich schon einiges. So. Dann malst du hier noch eins. Und der Niklas ist aufgewacht. Dem gebe ich nochmal was zu essen. Und dann lasse ich das mal weitgehend durchsausen, bis die Schule fertig ist. Oh, und Kendra muss einen Kuchen backen. So. Also Kendra, nach dem Gärtnern backst du einen neuen Kuchen. Oder haben wir noch einen im Kühlschrank? Erstmal checken. Aber ich glaube, den Geburtstagskuchen habe ich so aufessen lassen. Dann back doch einfach mal einen Schokokuchen. So. Und jetzt machen wir hier beschleunigten Schultag. Oh, und Kendra müsste auch mal wieder aufs Klo. Dann lasse ich sie erstmal aufs Klo, nicht aufs Töpfchen gehen. Alles geben. So. Okay. Also Klo verwenden und dann kochen. Schokokuchen, jawohl. Und rein in den Kühlschrank. Ah, der kleine Zwockel. Ist hier irgendwo hingerannt. Kendra, wie lange dauert das noch im Garten? Naja, sie ist gleich fertig. Ja, und dann kannst du aufs Klo flitzen. Ah, es ist jetzt auch auf Normalgeschwindigkeit. Oh, und David hat noch ein Meisterwerk gemalt. Das ist gut, hey. So, dann verkaufe ich das mal. Der wird inzwischen ganz gut. Der David soll noch was malen. Und ständig klingelt das Telefon und dann wird die Zeit wieder verlangsamt. So, Niklas, wo steckst du denn? Ach, da steckt er. Und? Stehst da rum und schüttelst deinen Kopf? So, die Post wurde zugestellt. Denken könnte er mal üben. Studiere mal die Formen. So. Und gut, jetzt ist schon kurz vor eins.
Du kannst dann nach dem Kuchenbacken die Rechnungen bezahlen. Obwohl, nee, wir warten erstmal ab und lassen sie dann die Kerzen drauf machen. Nicht, dass hier ein Unglück passiert. Jawohl. Jawohl, sehr gut. Und jetzt kannst du die Rechnung bezahlen. Und dann lassen wir es wieder schneller laufen. Warum kriegt der David denn ständig Anrufe? Naja, es ist halt wie im echten Leben. Ja, Kendra, du bist jetzt fertig. Ah, gleich ist auch die Schule rum. Das ist gut. So, jetzt müsste die Schule gleich rum sein. Und Kendra spielt mit ihrem Kleinsten. Das finde ich sehr gut. Ja, du könntest hier noch mal erzieherisch tätig werden, meine Liebe. Wie geht das? Erziehung beibringen, bitte und danke zu sagen. Das bringt relativ viel erzieherische Leistung. Und David malt immer noch, das ist gut. So. Ja, 2800, also der bringt jetzt richtig gut Geld rein. Nico ist mit einem Schulprojekt nach Hause gekommen und so weiter. Ja. Ja, eine 2. Aber das ist jetzt ja bei denen egal, was die für eine Note haben. Ich meine, eine 2 ist ja eine gute Note. Penny, du kannst hier mal auspusten und dann wirst du erwachsen. Kerzen auspusten. So. Jetzt warten wir, bis die Penny kommt und dann gibt es einen schönen Geburtstagsscreenshot. Jawohl. Ja, sehr gut. Die beste Void-Kreatur. Ja, prima. Sie ist verantwortlich. Das ist doch gut. Wir haben sie zu einer kreativen Künstlerin gemalt und verantwortlich ist sie. Ich denke mal, als Verantwortlicher neigt man auch vielleicht dazu, selbstsicher zu sein. Und da du so verantwortlich bist, darfst du neue Geburtstagskerzen auf den Kuchen tun. Jawohl! Und jetzt darf auch der beschämten Nico Geburtstag feiern. So. Jetzt gucken wir mal, ob der auch gleich kommt. Sehr gut, ja. Jetzt gib dir mal Mühe. Jawohl, sehr gut. Ja, du schaffst das. Und du hast eigentlich keinen Grund, beschämt zu sein. So, er ist Freund der Welt, fröhlich, gesellig und gut. So. Ja, und mach mal wieder Kerzen drauf. Denn ihr müsst nicht heute schon wieder Kuchen essen. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, Penny, du kannst mal vorausgehen. Ah, erstmal umarmt ihr mal eure Eltern. Denn wir machen ja nicht so oft einen Auszug. Da kann man sich schon die Zeit nehmen. Um mal ein bisschen umarmen. Freundlich. Ja, wenn man es denn findet. Umarmen. Genau. So. Und Nico, du kannst erstmal deinen Vater umarmen. So. Ein sehr persönliches Gespräch. Ach, wir machen lieber umarmen. Familienrat geben. So. Huch, ist es nicht da? Also dann probier es noch mal. Stopp. Da ist jetzt umarmen. Sehr gut. Und dann lasse ich die das jeweils ausgetauscht machen. So. Ja. Wunderbar. Penny, jetzt gehst du zu deinem Vater um und umarmst ihn. Liebevoll umarmen kannst du sogar. Und
Penny, du, nein, Nico, du kannst deine Mutter umarmen. So. Such liebevoll umarmen. Ja. Und der Nico ist wohl nicht verantwortlich geworden. Mal gucken. Doch, der ist auch verantwortlich geworden. Okay, dann habe ich das irgendwie übersehen. Und ein musterhaftes Kleinkind. Wow. Weil er Level 5 aller Kleinkindfähigkeiten erreicht hat. Ich glaube, Penny hatte das auch, ja. Und sie ist noch kreativ begabt. Nicht schlecht. So, hast du deine Mutter umarmt? Ich glaube nicht. So, sanft küssen. Ich meine, nichts gegen ein Küsschen, einmal Mutter küssen, aber das normalerweise gehört das zu diesen romantischen Interaktionen. Ach so, ah, das ist David, ja, okay, der David, der darf natürlich wie Kendra sanft küssen, ja. Der darf romantische Interaktionen mit ihr machen. Also, Nico, geh du noch mal hierher und umarm mal deine Mutter. Das habe ich jetzt voll verpeilt. Liebevoll umarmen. Penny, du bist, glaube ich, fertig mit der Umarmerei. Ja, wir verkaufen hier noch das Bild. Und sie ist hungrig. Und muss aufs Klo. Ja, das sollten wir vielleicht nochmal klären. Dann geh erstmal aufs Klo und dann ess nochmal. Jetzt gucken wir mal, was im Kühlschrank ist. Oh, die sind verdorben. Dann ess hier Tofu-Hühnchen Saltimbocca. Und ich schmeiß mal die verdorbene Mandelmakronen weg. Nico, hast du hier auch irgendein? Ja, er hat auch ein Bedürfnis, sogar gleich mehrere. Dann isst du auch nochmal Tofu-Hühnchen Saltimbocca. Wir machen das ein bisschen schneller. Denn ich will mit denen gleich noch ausziehen. Aber nicht so, wie ich das sonst mache, dass ich einfach zwischen den Episoden die still und heimlich ausziehen lasse. Und ich dachte, wir lassen die mal die Nachbarn kennenlernen. Und dazu müssen die zu den Nachbarn hingehen. Aber erstmal müssen die essen, damit sie da nicht dann total wegen Pinkeln von einem Bein aufs andere hüpfen und sich den Bauch reiben, weil sie so hungrig sind. Ja, und während die jetzt essen, da wachsen schon wieder Drachenfrüchte nach, nehmen wir einfach mal Abschied hier von dieser Gegend. Wir kommen bestimmt nochmal zurück, denn hier wohnen ja Kinder von Kendra und hier wohnen bald Kinder von Kendra, hier wohnt die beste Freundin. Vielleicht ziehe ich die nach und nach alle auch nach Brindleton Bay um. Aber das wird ein bisschen dauern, weil ich dann ja Häuser bauen muss und so weiter und so fort. Auf jeden Fall zieht Kendra und ihre Familie hier weg. Das ist jetzt die letzte Folge hier in diesem Haus. Okay. Penny, fertig. Nico, warum isst du nichts? Hey, ich habe jetzt extra gewartet. Der tut sich ein bisschen schwer gerade. Dann ess doch mal was. Vielleicht stand jemand vorm Kühlschrank oder so. Ja, und ich werde die Kendra-Familie wohl erstmal auf ein kleineres Grundstück ziehen lassen. Und zwar ein Grundstück, das direkt neben der Tierarztpraxis ist. Dann können die in der Theorie immer einfach hin und her gehen. In der Praxis ist da natürlich ein Ladebildschirm dazwischen, aber das Grundstück ist deutlich kleiner. Also das ist eher so wie dieses, ein 30x20er.
Aber ich dachte mir, wir brauchen hier nicht mehr diese riesengroßen Kinderspielsachen. Das haben wir jetzt genossen und dann kaufe ich so ein Bällebad und eine Rutsche. Das reicht eigentlich. So, bist du jetzt fertig? Ja, jetzt setzt du dich hin. Na prima. Aber immerhin hat er ein bisschen Spaß gewonnen. Ich gehe mal mit den beiden zu den Nachbarn rüber. Die sollen einfach mal die Nachbarn begrüßen. So, Residenz besuchen, zusammen mit Nico. So, und dann sollen die sich so ein bisschen anfreunden. Das wird jetzt dadurch dann zwar eine etwas längere Episode, weil die halt noch essen mussten und so, aber so ist es ja oft auch im echten Leben. Und es ist ja schließlich auch eine Abschiedsepisode. Die kann dann ruhig mal ein bisschen länger sein. So. Jetzt gucken wir mal, ob man hier anklopfen kann oder hier. Das ist aber merkwürdig. Stopp. Wir wollen ja nicht, dass die dann hier plötzlich Mitternacht haben. Ist vielleicht das? Na toll, das gilt als Haustür. Das habe ich aber prima hingekriegt. Dann sollen sie mal da hinten anklopfen. Ja, von diesem Zweifamilienhaus habe ich euch ja schon erzählt, gell? Ah ja, gut, das klappt also. Ja, dann sagt doch mal Hallo, freundlich vorstellen. Und ihm kannst du dich mal freundlich vorstellen. Und du kannst dich auch mal freundlich vorstellen. So. Ja, macht ihr das mal. Also, das sind zwei Geschwister. Keine Zwillinge, halt einfach Geschwister. Die hier eingezogen sind und da noch ein Haus frei ist, suchen die noch Mitbewohner. Ja, und jetzt lasse ich einfach mal die Penny möglichst konzentriert. Ja, red doch einfach mal ausgiebig mit dem Typen, dass eine Freundschaft entsteht. Es müssen jetzt nicht vier Freundschaften entstehen. Sonst, ja, sonst komme ich nie zu Potte. Also, nie nicht, aber es dauert einfach länger, als nur eine Freundschaft, anzubahnen. Von Ideen erzählen und die anderen können sich ja einfach mal so unterhalten. So. Na, immerhin hat sie schon Level 2 der Charisma-Fähigkeit erreicht. So, Kompliment über das Haus machen war da. Ist jetzt nicht mehr da. Ja, Kompliment über Outfit, das ist immer gut. Ich mache jetzt mal dieses hier an. Okay, sie sind jetzt Bekannte. Noch Tag fragen. Und ich hoffe ja, dass die sich relativ schnell anfreunden. Manchmal, da klappt es mit dem Befreunden einfach nicht. Selbst wenn das Grüne schon Ewigkeiten, also wenn das hier schon ganz oben ist, sind die immer noch Bekannte. Und ich hoffe, dass es heute klappt. Denn dann kriegt man auch die Option, einziehen. So. Bekannter, ja, aber es sieht schon ganz gut aus. Kompliment über Haus machen. Ja, ist aber nett, Penny. Das habe ich gebaut. Ist schon lange her, dass ich das gebaut habe. Ja, schwärm ruhig mal von Vampiren. Huch. Aha, jetzt ist es auf einmal ganz Freund. Sehr gut. Dann suchen wir jetzt mal die Einziehoption. Bitten einzuziehen. Na, prima, das wäre doch geschafft. Jetzt gucken wir uns hier noch kurz das Haus an. Also es sind zwei gleiche Häuser. Erstmal hier mit Wohnzimmer, Küche und so weiter. Und oben
sieht man noch, da habe ich jetzt erstmal 4 Schlafzimmer insgesamt. Das kann man dann später ändern, wenn die dann sich zusammentun, verpartnern, dann kann man eins jeweils in jedem Haus der Zimmer zu Kinderzimmern machen, wenn die dann mal Kinder kriegen. Gut, jetzt kommen wir dann noch in diese Haushaltsverwaltung. Genau. Nico und Penny sollen darüber ziehen. Jawohl, prima. Okay. Dann ist das erledigt. Gut, wir haben jetzt die Vorbereitung für Brindleton Bay gemacht. Ich bin schon ganz aufgeregt und bei der nächsten Folge müsste es theoretisch klappen, dass Kendra mit der Familie dann umzieht. Okay, sie gehen alle brav ins Bett. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.